Wir haben jetzt gleich noch einen weiteren Redebeitrag hier zum Anlass des weltweiten Aktionstags von Migrantinnen unter dem Motto We Migrate to Live. No more deaths, no more missing people. Der nächste Redebeitrag ist von einer Vertreterin des Bündnisses gegen Rassismus. Am 18. Dezember hat die UNO-Vollversammlung die internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller MigrantInnen und ihrer Familienangehörigen angenommen. Deutschland hat, so wie viele andere Industriestaaten, diese Konvention bis heute nicht ratifiziert. Der Schutz der MigrantInnen und Geflüchteten, er ist der Festung Europa egal. Krieg, politische Verfolgung, die wirtschaftliche Lage. Es gibt unendlich viele Gründe, weshalb Menschen flüchten oder migrieren. In den westlichen Ländern angekommen, werden sie behandelt wie BürgerInnen zweiter Klasse. Sie leben in Lagern, in unzumutbaren Bedingungen, egal ob in Italien, Deutschland oder in einem anderen westeuropäischen Land. In andere Länder jedoch marschiert Deutschland ein und legitimiert diese Intervention damit, Demokratie zu stiften. Doch vor ihrer eigenen Tür hört dieser vermeintlich gute Wille auf. Bestimmte Gruppen von MigrantInnen sind nicht gewollt und gerade in Zeiten der Krise wird Stimmung gegen sie gemacht. Sie werden beschuldigt, den sogenannten Einheimischen Arbeit wegzunehmen. Wohl wissend, dass keiner der Mehrheitsbevölkerung in Deutschland jemals für die Hungerlöhne arbeiten würde, mit denen MigrantInnen und Illegalisierte vor allem im Dienstleistungssektor ausgebeutet werden. Deutschland ist Exportweltmeister, fragt sich nur warum. An den guten Arbeitsbedingungen und gerechten Löhnen wird es mit Sicherheit nicht liegen. Warum stehen wir heute hier am Hauptbahnhof? Für die meisten Menschen, die in diesem Land leben, ist die Bewegungsfreiheit eine Selbstverständlichkeit. Sie können durch die Straßen laufen, ohne zu befürchten, von der Polizei kontrolliert zu werden. Racial Profiling, also das wahllose und grundlose Kontrollieren aufgrund vermeintlicher phänotypischer Merkmale, ist in Deutschland die gängige Praxis. Für die meisten Menschen, die in diesem Land leben, ist es auch normal, zum Beispiel von diesem Hauptbahnhof aus, in jedes beliebige Land, in jede beliebige Stadt zu reisen, ohne Probleme wegen ihrem Pass- oder Aufenthaltsstatus zu bekommen. Deutschland hat kein Interesse daran, allen Menschen diese Rechte zu geben. Für viele MigrantInnen ist es nahezu unmöglich, einen legalen Status zu bekommen. Dass diese Menschen eine Arbeitserlaubnis und eine Chance auf ein langfristiges gesichertes Leben in Deutschland haben, liegt ebenso nicht im Interesse Deutschlands. Zusätzlich zu den unmenschlichen Bedingungen, in denen sie leben, werden MigrantInnen im Alltag stigmatisiert und benachteiligt. Egal ob in den Behörden, auf der Straße oder beim alltäglichen Einkauf. Sie werden zur Projektionsfläche von Rassismus. Benachteiligungen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, Beleidigungen, ausgrenzende Blicke, aber auch körperliche Gewalt sind keine vereinzelten Vorfälle, sondern traurige Realität vieler MigrantInnen. Und das nicht nur von denen, die seit kurzer Zeit hier leben, sondern auch von denen, deren Eltern oder Großeltern hierher kamen. Durch ihre Arbeit, durch ihr Vollzeitschuften in den Fabriken wäre das Wirtschaftswunder Deutschland nicht möglich gewesen. Auch sie werden tagtäglich stigmatisiert und das nicht nur vom rechten Rand der Gesellschaft, wie so oft behauptet wird. Nein, diese Diskriminierungen sind systemimmanent und finden in der gesamten Gesellschaft tagtäglich statt. Das Problem von all dem heißt Rassismus. Die europäischen Grenzregime verteidigen die Festung Europa nach innen und diskriminieren all diejenigen, die nicht weiß sind. Die europäischen Grenzregime verteidigen die Festung Europa aber auch fleißig nach außen und versuchen in jeglicher Form, Menschen davon abzuhalten, in Europa zu leben und schaffen täglich neue Gesetze, um rassistische Mechanismen aufrechtzuerhalten. Wir, das Bündnis gegen Rassismus, verstehen uns als Selbstorganisation von MigrantInnen, Menschen mit Migrationshintergrund, People of Color und weiteren Menschen mit Rassismuserfahrungen. Wir stellen uns gegen die rassistische Migrationspolitik in Deutschland und ganz Europa. Wir wollen aber auch den Rassismus im Alltag und in den Institutionen und in der Politik bekämpfen, von dem viele von uns hier und jetzt betroffen sind. Nieder mit der Festung Europa. Kein Mensch ist illegal. Gegen Rassismus in Politik und Alltag. Tretet ein für eine gerechte, solidarische und emanzipierte Gesellschaft ohne Rassismus.